So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen zu unserem Video Logbuch und Video Tagebuch. Es ist Montag, der 8. Mai. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wir sehen hier, 15.600 liegt vor der Brust und wir werden diese Special Big Number als erstes erstmal nehmen. 15.600, da werden wir die erste Falle platzieren. Und warten dann, wenn der Markt hier in diese Falle reintappt. Wo sind die Zielmarken? Die werden so um die 50er Zone sein. Das kennen wir mittlerweile. Da versuchen wir ab dem zweiten Trade auf angepasst zu drücken. Nach unten rum wird es genauso sein, dass wir hier in dem Bereich 50, ja, da die Zone platzieren und dann haben wir den Daily Pivot, der berechnet wird vom Vortag, Hoch-Tief-Schlusskurs durch 3. So, wir sind hier in dem Chart, wo wir auch Blue Boxen haben. Das sind die kleineren Boxen. Wenn die unter 20 sind, werden wir die traden. Mit höherem Risiko unter 30 werden sie mit normalem Risiko starten. Zu den Regeln hier nochmal im Raum. Für alle Clubmitglieder ab dem fünften Trade sollten wir fokussiert den Trade beobachten und dann gibt es die Entscheidung schließen, hedgen. Ja, das sind die beiden Bereiche, die wir immer wieder euch mitgeben. Für mich morgens, das ist das Experiment, ein Dauerexperiment, werde ich den Trade bis zur Endstation traden. Ja, und das bedeutet hier in dem Fall, was heißt die Endstation? Bei einer 15er Box, bei dem Risiko sind es aktuell bis zum 10.11. Trade, wenn alles nach Plan läuft. Und wir versuchen ab dem zweiten Trade dann, wie gesagt, den Trade laufen zu lassen. So, und der Unterschied zwischen diesem Art ist 7% bis 14% Risiko der Maximal. Wenn man den fünften Trade stoppt, wäre das Risiko bei 0,18 und das ist definitiv sehr gering. Okay, wunderbar. Und in diesem Sinne wünsche ich uns heute gute Trades und viel Disziplin. Und dann gucken wir mal, was wie die Märkte gleich reinkommen. Acht Sekunden, 7 Sekunden noch bis zum Start. 3, 2 und los geht's.
Die Glocke, ich weiß, ich höre sie nicht. Hört ihr die Glocke? Sehr gut. Und dann gehen wir mal in die Richtung rein. Wir sehen oben die Big Number. 16.000. Die ersten Vola-Boxen sind hier unten. 15.879. MTX wäre die dritte Alternative hier. Auch hier seitwärts. Aktuell kein Thema. So, 9.14 Uhr, der Markt zieht nach oben, 16.000 steht kurz davor, 92 würde unsere erste Falle platzieren. MTX kommen wir hier nicht rein, weil die Kerze unten einen Docht haben. Hier sehen wir auch auf der rechten Seite den Shadow Body Factor, also das kommt für uns nicht in Frage. Und wir konzentrieren uns jetzt auf die Big Number. So, wir haben eine Box und zwar MTX. Wir sind heute ein bisschen seitwärts hier in dem Gedöns. Gucken wir mal, wie der Markt reagiert. Wir kommen auf jeden Fall sauber rein. Gucken wir, jetzt macht er nochmal Long in Richtung. Kurs wird scharf geschalten, 15.967 Long oder bei 52 Short. Nee, Stefan. Barbara, guten Morgen. Guido, guten Morgen. Musst du auch 50 Kerzen machen. 50 Kerzen. So, wir sind jetzt im zweiten Trade. Um die 50 herum. Schauen wir mal, ob wir Druck kriegen hier. Zweiter Trade.
MTX. So, ich hole jetzt auch noch mal einen Kaffee. So, 75 am Markt versucht hier in unsere Richtung jetzt zu starten. Gucken wir, ob er die Power hat. 70 gehandelt. So, es geht nochmal nach oben. 15.976. Dann gucken wir, ob wir es jetzt schaffen, um auszubrechen.
77 gehandelt. 79. So, kurz vor Landeanflug Sekunden. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Dann gucken wir mal die nächste Kerze. Gibt sogar ein Gegensignal Long. Wir versuchen jetzt erstmal den Trade nach Hause zu bringen. Hier 80, 82 getradet. Der nächste Schub, Bit- und Ask-Preis. Unser Gewinnziel liegt bei 83. Drei Punkte fehlen jetzt noch bis zu unserem Gewinnziel. Trade ist schon in Gewinn, wir sehen es hier, aber wir wollen ein bisschen mehr mitnehmen. Wir versuchen nochmal 10.27 Uhr. Gehen so langsam wieder nach oben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es den Durchbruch jetzt gibt. Die blaue Linie zeigt es unser Gewinnziel an. 10.27 Uhr. 79.40. So, jetzt mal ein wenig pusten. So, jetzt wird spannend. 0003. Ein Punkt fehlt noch. Ein Punkt fehlt noch. Jetzt wird gedrängelt hier. Und jetzt haben wir sind einmal durchgestochen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir es nochmal schaffen. Braucht ein Punkt darüber. Oh. Und wir sind raus. Das war etwas eine schwierige Zangengeburt, aber wir haben den Trade nach Hause gebracht. Insofern alles nach Plan und ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Handelstag noch und ja, wir schauen mal, aber 10.30 Uhr, halb 11, es ist so out of the langsam der Box und ich bin gespannt, wie die anderen Marktteilnehmer diesen Trade jetzt genommen haben. Nach wie vor, auch wenn es hier kein richtiges Signal war mit Short,
das haben wir vorhin nochmal diskutiert. MTX 100% Trefferquote nach wie vor. Alle Trades nach Hause gebracht bis jetzt. Also, ich wünsche noch einen schönen Tag.